Vielen Modellbahnern ist der Name Bernhard Stein bekannt. Bernhard Stein war ein deutscher Modellanlagenbauer, der bereits am 5. September 2002 verstorben ist. Neben seinem ursprünglichen Beruf als Kirchenmaler und Restaurator war er auch als Journalist und Fotograf tätig. Doch seine wahre Bestimmung scheint er als Modellanlagenbauer gefunden zu haben, denn seine vielbeachteten Modellbahnanlagen und Dioramen waren definitiv stilprägend. Viele seiner Buchveröffentlichungen und Zeitschriftenartikel, die er stets mit eigenen Fotos illustrierte, gelten bis heute als Standardwerke für den Eisenbahnmodellbau. Seine umfangreichen Fachkenntnisse im Bereich der Farben, des Bahnverkehrs, der Geologie und Botanik machten ihn, verbunden mit einem scharfen Blick für das Vorbild und seinem äußerst handwerklichen Geschick, zu einem Experten für den Bau von Modelleisenbahnen. Dieses Modellbahnvideo beschäftigt sich mit einer Ausstellungsanlage, die ursprünglich als Spur H0 Großanlage von Bernhard Stein entworfen und gebaut wurde. Während wir im Videobild einige schöne Szenen dieser Schauanlage erleben, werden wir im gesprochenen Kommentar etwas über die Hintergründe und über die Geschichte dieser Spur H0 Anlage erfahren. Die Eisenbahnanlage selbst war häufig Gegenstand vieler Zeitschriftenartikel, so beispielsweise in einem Beitrag von Horst Meyer in der Zeitschrift MIBA Eisenbahn im Modell, Ausgabe März 2003. Noch im alten Jahrtausend, in den späten 1990er Jahren, sollte unter dem Firmennamen Rhein-Main Modellbahnzentrum GmbH eine permanente Modellbahnausstellung in Mülheim am Main entstehen. So ließ der Betreiber der Dauerausstellung eine große Modellbahnanlage von Bernhard Stein planen und bauen. Die Dauerausstellung mit Bernhard Steins Modellbahnanlage im Mittelpunkt kam sehr gut bei Besuchern an. Doch später schränkten Aufsichtsbehörden den Ausstellungsbetrieb ein, weil bestimmte feuerpolizeiliche und berufsgenossenschaftliche Auflagen nicht erfüllt waren. Zeitzeugen erinnern sich, dass unter anderem Toiletten in der Ausstellung fehlten, was seitens der Aufsichtsbehörden bemängelt wurde. Zu allem Unglück wurde der Betreiber der Ausstellung schlichtweg von einem Konkurs überrollt und musste die Modellbahnanlage im Rahmen der Insolvenz veräußern. Roman Hahn, der bereits seit vielen Jahren ein Modellbahngeschäft unter dem Namen Modellbahnparadies in Mülheim am Main führte, konnte Bernhard Steins Großanlage ersteigern und im hinteren Bereich seines Ladengeschäftes einen eigenen Ausstellungsraum einrichten. Fortan machte er sich mit Unterstützung seiner Modellbahnkollegen an die Arbeit und verbesserte das Aussehen der Modellanlage, indem viele weitere Details ergänzt wurden. So wurden neben der Optimierung der Landschaft beispielsweise auch viele hunderte von Preiser, Modellfiguren, Fahrzeuge und das Faller-K-System hinzugefügt.
Mittlerweile im neuen Jahrtausend angekommen, konnten sich Modellbahnfreunde seit dem Spätsommer 2002 im sogenannten Modellbahnparadies wieder an einer der größten Schauanlagen im Rhein-Main-Gebiet erfreuen. Die Anlage, auf deren Details wir gleich zu sprechen kommen, verfügt über all die klassischen Elemente, die das Herz eines Modellbahners höher schlagen lässt. Modellbaumeister Bernhard Stein hatte an alles gedacht. Lange, geschwungene Paradestrecken, einen großen Bahnhof mit Bahnbetriebswerk, eine abzweigende Nebenbahn und liebevoll arrangierte Landschaften. Da die Modellbahnfilme von Penula stets der Philosophie folgen, immer nur kleine Ausschnitte einer Modellbahnanlage im Bild festzuhalten, damit sich der Zuschauer ein eigenes, fantasievolles Bild der Gesamtanlage machen kann, müssen die Daten und Fakten entweder wie üblich in der Videobeschreibung erwähnt werden oder wie in diesem Fall als Kommentar eingesprochen werden. Bernhard Stein hat es geschafft, eine Gesamtstreckenlänge von knapp 360 Metern im Maßstab 1:87 auf insgesamt 14 Segmenten unterzubringen. Die Hauptsegmente beinhalten die langen Fahrstrecken sowie die naturgetreu modellierten Gebirgszüge und die üppig gestaltete Landschaft. Auf der L-förmigen Segmentanlage, die mit den Maßen 4 Meter mal 11 Meter mal 11 Meter skizziert werden können, findet Modellbahnbetrieb mit vorbildgerechten, langen Zügen statt. Die Modellzüge rollen auf Zweileiter-Gleichstromgleisen, konkret auf Fleischmann-Modellgleisen aus Messingprofilen. Aus Sicherheitsgründen hatte man sich für die Schienen von Fleischmann entschieden, denn das hohe Schienenprofil bot zwei entscheidende Vorteile. Zum einen bietet das Modellgleis mit höherem Schienenprofil die Möglichkeit, auch rollendes Material anderer Hersteller, insbesondere aus älterer Fertigung, mit höheren Spurgrenzen problemlos einzusetzen. Zum anderen bietet das höhere Schienenprofil eine gewisse Substanzreserve und damit einen sicheren Ausstellungsbetrieb, denn gerade der Dauerbetrieb mit vielen Zügen lässt auch Modellgleise abnutzen. Man muss freilich zugestehen, dass es im Bereich der Modelleisenbahn immer wieder eine Grundsatzfrage ist, welches Gleismaterial verwendet werden soll. So schwören beispielsweise die ganz großen Modellanlagenbetreiber auf das Mittelleitergleissystem von Märklin, weil es durch die Schleifer an Lokomotiven und Waggons als absolut kontaktsicher eingestuft wird. Dass jene Gleise dann bedingt durch die Pin-Kontakte auf den Schwellen nicht wirklich realistisch aussehen, ist freilich die Kehrseite der Medaille. Entscheidet man sich für ein Zweileiter-Gleichstrom-Gleichsystem, schaut alles viel realistischer aus, macht aber zur Bedingung, dass unter anderem sämtliche Radsätze an Lokomotiven und Waggons auch elektrisch getrennt sein müssen. Auf alle Fälle schaut das auf Bernhard Steins Modellbahnanlage genutzte Modellgleis stimmig und passend aus. Es wirkt wesentlich besser als die bei vielen anderen Ausstellungsanlagen heute noch üblichen Modellgleise mit realitätsfremder Kunststoffbettung. Zu erwähnen bleibt, dass die Modellzüge mit der digitalen Modellbahnsteuerung Softlock gefahren werden, wobei der Bahnbetrieb über ein zentrales Stellpult am Bildschirm überwacht wird. Ebenso funktioniert auch die Weichensteuerung per Mausklick am Computer bzw. durch vorgegebene Fahrstrecken. Die Anlagentiefe schwankt zwischen 1,5 Metern und etwa 1,8 Metern. Wodurch Bernhard Stein viel Raum für eine freizügige Gestaltung geschaffen hat. So erscheint im Hintergrund eine Voralpenlandschaft mit angedeuteten Gebirgszügen und wechselnden Gesteinsarten.
Ob Granit oder Kalkschiefer, gerade wechselnde Felsarten lassen sich eben nur auf einer sehr großen Anlage glaubhaft verwirklichen. Und jene Abwechslung tut dem optischen Charakter der Anlage gut, weil sich dem Zuschauer stets eine wechselnde Kulisse bietet, die jedoch keine Unruhe verursacht. Ein zentraler Anziehungspunkt auf der Modellbahnanlage ist der Hauptbahnhof, ein sechsgleisiger Bahnhof, der von der eigentlichen Hauptstrecke und einer abzweigenden Nebenstrecke durchkreuzt wird und darüber hinaus auch noch Ausgangspunkt für eine Bergbahn ist. Die Gleislängen im Bahnhof, der über zwei reguläre Bahnsteige und über zwei Inselbahnsteige verfügt, liegt bei knapp 5 Metern, was den Einsatz langer Züge begünstigt. Gerade realistisch lange Züge sind wohl der Wunsch eines jeden Modellbahners, aber nur die wenigsten können solche Zuggarnituren auf ihrer Heimanlage fahren lassen. Hier, auf der Anlage von Bernhard Stein, ist dies problemlos machbar. Der Bahnhof ist in der Mitte der Hauptstrecke angesiedelt, sodass sich auf beiden Seiten noch langgezogene Kurven anschließen. Auf dem linken Anlagenschenkel führt die Strecke in einer abermals großzügig gestalteten Landschaft um einen See herum, in zwei Gleiswendeln, die aufgrund ihrer Ausmaße quasi als Schattenbahnhof dienen. Einfahrende Züge finden genug Zeit, um sich während der Bergauffahrt in der einen Gleiswendel sowie in der späteren Bergabfahrt in der anderen Gleiswendel zu sammeln. Diese doppelte Gleiswendelkonstruktion kann nicht die Möglichkeit wie in einem Schattenbahnhof bieten, die Zugreihenfolge zu wechseln. Das soll sie auch gar nicht, sondern vielmehr als platzsparender Sammelpunkt dienen. Aufgrund mehrerer Blockschaltungen ist in den Gleiswendeln auch ein sicherer Ausstellungsbetrieb gewährleistet, da Auffahrunfälle von Zügen durch die entsprechende Blockstreckensteuerung vermieden werden. Auf dem rechten Anlagenschenkel schließt sich an die Bahnhofsausfahrt eine weit gezogene Kurve an, welche in die Voralpenlandschaft mündet. Hier erscheint dann auch die Nebenbahn, die zunächst durch eine Wiesenlandschaft und dann unterhalb der Burg Falkenstein, dem berühmten Bausatz der Firma Kipri, fährt. Schließlich ist in diesem Anlagenbereich auch die Bergbahn angesiedelt, auf der ein kleiner historischer Zug die Höhen erklimmt. Die Bergbahn soll eine historische dampfbetriebene Zahnradbahn widerspiegeln.
Als Horst Meyer seinen Artikel in der Zeitschrift MIBA Eisenbahn im Modell, Ausgabe März 2003, verfasst hatte, konnte er bei einem Besuch im Mülheim am Main in Erfahrung bringen, dass das damalige Team, bestehend aus Diethelm Jung, Jürgen Keim, Günter Koch und Roman Hahn, im Begriff war, die komplette Anlage für den Nachtbetrieb umzurüsten. Hierzu wurden schließlich alle Gebäude mit Lampen ausgestattet und weit über 140 Straßenlaternen installiert. Auch das rollende Material wurde überarbeitet und nachträglich mit einer Innenraumbeleuchtung ausgestattet, sodass im realistischen Nachtbetrieb auch beleuchtete Eisenbahnwaggons zur Geltung kommen. Entlang der Haupt- und Paradestrecken fällt sofort auf, dass dort die Modellbahnanlage mit einer filigranen Oberleitung der Herstellerfirma Sommerfeld elektrifiziert ist. Während auf der Nebenstrecke nur mit Dampf und Diesel gefahren wird, verkehren auf den Haupt- und Paradestrecken alle Arten von Zügen, sodass insgesamt ein epochenübergreifender Bahnbetrieb stattfindet. Im Modellbahnparadies sind daher alle Jahrzehnte der Deutschen Bahnen im Modell wiederzusehen. Alles das ist nun schon mehr als 20 Jahre her und es hat sich vieles verändert. Das Modellbahnparadies in Mülheim am Main heißt nun Märklin Store und ist nach Offenbach-Rumpenheim umgesiedelt. Die großartige Schauanlage von Bernhard Stein war noch bis zum Jahreswechsel 2016-2017 in Betrieb, wurde dann allerdings verkauft. Heute befindet sie sich in unbekanntem Privatbesitz.